Sie ziehen zu Tausenden auf die Straße, sie streiken Freitag für Freitag fürs Klima. Fridays for Future setzt sich für eine drastische Wende in der Klimapolitik ein. Es geht uns alle was an, Klima, ne? Und da kann man auch mal auf die Straße gehen dafür. Jeder Einzelne von uns muss was dazu beitragen, dass die Welt noch so bestehen bleiben kann, wie sie jetzt ist. Und auch noch unsere Kinder in der Welt leben können. Ich wünsche mir, dass die Politik mehr fürs Klima handelt und nicht dagegen. Und die Jugendlichen bekommen Unterstützung von Wissenschaft und Kirche, zum Beispiel von Scientists for Future. Über 25.000 Forscher drücken in einer Petition aufs Tempo. Einer der ersten Unterzeichner ist Wolfgang Lucht vom Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam. Er war zum Reformationstag in der Lutherkirche in Wiesbaden zu Gast. Wir müssen unsere Emissionen an Kohlendioxid reduzieren. Jedes bisschen Energie, das wir produzieren, produziert im Moment, weil es aus fossilen Energieträgern kommt, CO2. Und jedes Kilo, das wir einsparen, hilft es, ein bisschen mehr die Welt zu schützen und damit die Schöpfung zu bewahren. Der Physiker und Geografieprofessor Wolfgang Lucht ist Mitarbeiter des Weltklimarats der UN und er berät die Bundesregierung in Umweltfragen. Die Zeit drängt beim Klima. Deshalb macht auch die evangelische Kirche in Hessen und Nassau den Klimawandel zu ihrem Thema am Reformationstag. In Sachen Klima muss sich dringend was ändern. Hier ist quasi Reformationsbedarf. Denn das Klimapaket der Bundesregierung kommt so manchen, wenn überhaupt, wie ein Klimapäckchen vor. Na, das reicht natürlich noch nicht. Das sind erste Einstiege und jetzt muss dann unheimlich stark nachgeschärft werden, damit wir die Ziele erreichen, die wir uns ja schließlich selbst gesetzt haben. Und zwar aus sehr gutem Grund. In der Wissenschaft ist längst dargelegt, warum es extrem wichtig ist, dass etwas geschieht. Und diese Ziele, da müssen wir noch sehr viel tun, um die dann auch zu erreichen. Die Uhr tickt, aber die Rettung des Klimas schmeckt nicht allen und spaltet die Gesellschaft. Aufs Auto ganz verzichten, auf dem Land wahrscheinlich ein No-Go. Da liegt eine große Spannung drin. Deswegen geht es ja darum, auch ein großes Einverständnis zu gewinnen und diese Aufgabe wirklich zu sehen und zu erkennen und die Aufgabe nicht zu ignorieren. Und dafür müssen wir uns einsetzen, dafür müssen wir auch predigen, um Augen zu öffnen. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau will sich stark machen fürs Klima, für die Schöpfung. Die Kirche ist Teil der Klimaallianz, ein Bündnis von über 120 Verbänden und Organisationen in ganz Deutschland. Ob's was bewirkt und alle umdenken, das zeigt dann wohl doch erst die Zukunft.